Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play UFM, Folge 17.294. Ihr habt die 25.000 geschafft, entsprechend sieht man mich heute wieder. Da hier alles neu eingestellt ist und wir nur noch 2 Minuten Zeit haben, kann es sein, dass ich irgendwie noch zu rot bin und hier irgendwo noch grüne Rückstände sind. Tut mir leid dafür, aber ich wollte die Transfers heute auf jeden Fall mitnehmen. Ihr seht es schon am Titel, mein Team ist stärker als gedacht. Ich zeige euch gleich die Tops und Flops der bisherigen Einkäufe. Normalerweise sollten natürlich keine Flops dabei sein, weil das ist jetzt noch nicht lange her, seitdem ich die Spieler eingekauft habe. Da sollte sich noch kein Spieler als Flop herauskristallisiert haben, aber es war tatsächlich ein Fehlgebot dabei. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ist jetzt nicht dramatisch, aber da kann sich ein Verkäufer tatsächlich sehr glücklich drüber schätzen, weil das war dann echt ein quatschiger Einkauf. Also noch 1 Minute 30. Wir gucken mal ganz kurz hier. Machen wir mal 1,2 Millionen. Viel mehr ist der auch nicht wert, als er gerade hier drin steht. Der hier schafft die Aufwertung. Das habe ich natürlich alles vorher nachgeschaut. Da machen wir mal 5,8 rein, 5,9 wäre mir eigentlich auch zu viel, 5,85. So, das wird auch nichts. Dann könnten wir uns auf der Rechtsverteidigerposition einfach stärkentechnisch noch ein bisschen verbessern. Den kann man dann mit einem Minimalgewinn mit 36 verkaufen, wird aber auch hier nichts. Dann sind wir jetzt hier schon fast durch. Wir haben natürlich noch den wichtigsten Spieler hier, den ZM. 29 Jahre, Stärke 18, steht hier unter der Hälfte und einen RS. Bei dem ist es tatsächlich relevant, ob er die Aufwertung geschafft, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Jo, bieten wir also hier mal 5.000, wird auch nichts. Also nur noch ein Gebot steht aus, aber immerhin hier für den wichtigsten Spieler. Mir fehlt tatsächlich noch ein ZM. Das Team ist jetzt schon stärker. Oh, ist jetzt wieder bei 8, da sind wir raus. Also 8 ist auf gar keinen Fall in meinem Fall jetzt wert, dann bieten wir hier noch die 10.000, aber das wird auch nichts. Also, ich kann euch leider keinen frischen Transfer zeigen hier bei meinem neuen Let's Play UFM Projekt. Habe jetzt seit langer Zeit endlich nochmal heute versucht einzukaufen, die letzten Tage bin ich da nicht zugekommen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich bislang ziemlich zufrieden bin mit dem Projekt und ich werde euch jetzt mal zeigen, warum das so ist. Und dazu gehen wir auf jeden Fall erstmal hier auf meine Stammmannschaft ein. Das Team ist einerseits so stark, weil ich 2 Spieler noch nicht verkaufen konnte. Das sind genau die beiden Spieler, die ich euch im letzten Video schon gezeigt habe. Da bin ich dann preislich nochmal runtergegangen, habe versucht, die zu verkaufen. Das ist dieser Torhüter hier und dieser rechte Manndecker. Hat nicht funktioniert und jetzt sind sie sogar teurer geworden. Sogar teurer, glaube ich, als der ursprüngliche Preis, weil in der Saison möchte ich die eigentlich sehr ungern verkaufen. Die bringen jetzt noch die Stärke mit für die volle Saison und werden dann Anfang der kommenden Saison verkauft werden. Und dann werde ich dann auch preislich wieder runtergehen, dass sie dann auch wirklich mal verkauft werden. Also dann mit 34 sollten sie auf jeden Fall schon verkauft werden. Dann haben wir tatsächlich das Team etwas weiter komplettiert. Ich gucke jetzt mal nach, welche Spieler ihr noch nicht kennt. Das sehen wir am besten hier bei den Transfers. Also, der dritte Spieltag, da kam ein 26,8er Linksverteidiger. Mir fehlt ja noch ein Linksverteidiger, schafft die Aufwertung nicht. Bei dem Preis, denke ich mal, kann man ihn auch so mit ein bisschen Gewinn weiterverkaufen. Und wie gesagt, der bringt auch ein bisschen Stärke. Dann haben wir uns hier einen Mittelstürmer gekauft für 35.000, schafft die Aufwertung auch nicht oder dann halt erst Mitte der kommenden Saison. Kann man, glaube ich, auch mit ein bisschen Gewinn weiterverkaufen. Zu dem Zeitpunkt fehlte mir noch ein Stürmer und ich dachte, okay, vielleicht kann man den auch irgendwie spielen. Der verliert dann ja Erfahrungspunkte, weil ihr so viele Zweikämpfe natürlich in der zweiten Liga verliert. Aber bei dem Preis dachte ich mir, okay, das kann man irgendwie machen. Dann habe ich mir einen zweiten linken Mittelfeldspieler gekauft. Das ging alles sehr schnell. Der dritte Spieltag ist noch ein sehr breiter Spieltag. Da stehen viele Spieler auf dem Transfermarkt und es musste schnell gehen. Im Nachhinein hätte ich den jetzt nicht mehr gekauft. 1 Million, Marktwert 2,5 Millionen. Okay, der verdient aber auch 1,2 Millionen Euro pro Saison. Ja, und dann sind wir schon insgesamt hier beim Paket bei 2,2 Millionen. Und ja, Gewinn ist da nicht möglich. Ich meine, den kriegen wir auf dem 16er.
Gewinn ist da nicht möglich. Wir haben aber auch schon einen linken Mittelfeldspieler. Also Stärke bringt er jetzt auch nur minimal, weil er da gerade noch im ZM, im zentralen Mittelfeld, spielen muss. Ich hätte ihn nicht mehr gekauft. Das ist aber nicht der Flop, den ich meine. Das ist plus minus null, würde ich fast behaupten. Ziemlich unterwältigend. Aber ich kann schon nachvollziehen, wie gesagt, es ging ganz schnell hier alles an dem Spieltag. Und es war nicht der Spieltag mit dem Fehlgebot. Da kann sowas mal passieren. Ist nicht weiter schlimm. Und jetzt kommen zwei richtig krasse Nummern. Ich habe es euch schon gesagt. Am DE2, da kann man die Riesenschnapper holen. Und ich habe predicted, das geht ab dem 9. Spieltag. Ich lag voll falsch. Wir haben zwei richtig gute Spieler gekauft. Und das am 3. Spieltag. Jetzt spielen wir wieder die Formation, über die ich gelästert habe im letzten Video. Nämlich eine Formation mit zwei Stürmern. Also grundsätzlich finde ich solche Formationen halt eben im OFM nicht gut. Und Thomas König ist hier der erste Kollege. Kam für 1 Million, Marktwert 2,6 Millionen. Würde ich mal sagen, ist eine 2 plus, ne, ist wirklich gut. Der bringt halt eben auch die Stärke, den brauchen wir auch. Dem LM hätte ich natürlich eine viel bessere Note gegeben, wenn wir den auch gebrauchen könnten im Stammteam. Das war bei ihm das Problem, das ist bei ihm hier nicht das Problem. Zusätzlich ist er natürlich auch nochmal wirklich besser, Stärke 17. Also gefällt mir richtig gut, 2 plus. Reicht aber noch nicht hier, um in den Videotitel zu kommen. Ist bei dem anderen Kandidaten anders. Hier, 32 Jahre, Stärke 22, 2,2 Millionen. Ja, das ist richtig gut, Marktwert 8,3. Auch ihn können wir spielen, die gesamte Saison bringt ordentlich Stärke mit. Ihn können wir teurer weiterverkaufen, natürlich können wir ihn teurer weiterverkaufen. Das gefällt mir also richtig gut. 2,8, 3,8, 4,2 Millionen verdient er dann bei uns. Bringt, wie gesagt, die Stärke mit und können wir dann wahrscheinlich mit Gehalt plus minus null weiterverkaufen. Aber wie gesagt, berücksichtigt, dass der mehr Stadioneinnahmen natürlich bringt, dass wir den einfach gebrauchen können. Also gefällt mir auch richtig gut. Dem würde ich sogar eine 1 minus geben. Mit Glück kann man da auch vielleicht ein bisschen was rausschlagen. Mal kurz gucken, wie es mit der Aufwertung aussieht. Nee, dann wird das von der Ablöse gar nicht mal so überragend werden hinten raus. Trotzdem hat mir sehr gut gefallen, hier dieses Team auch wirklich stärkentechnisch zu verbessern. Dann kam hier ein linker Manndecker. Ja, auch er kann halt zocken. Er wird sich sogar noch aufwerten. Finde ich in Ordnung. Und richtig gut fand ich auch diesen rechten Mittelfeldspieler. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal hier meine Verkäufe an. Da war doch einer dabei. Ja, 3 Millionen Euro habe ich bekommen für einen 35-jährigen 22er am 1. Spieltag. Und jetzt habe ich mir für 500.000 Euro einen 35-jährigen, inzwischen 22er eingekauft. Ja, also hat jetzt heute die Aufwertung. Finde ich gut. Kann man dann einfach mit 36 natürlich wieder verkaufen. Ja, den wollen wir jetzt nicht hier behalten, bis er in Rente geht. Stelle ich aber trotzdem vielleicht für 900.000 Euro drauf. Weil wenn wir den jetzt wirklich auch wieder, keine Ahnung, für 300.000 Euro verkaufen würden, das lohnt sich nicht. Dann nehmen wir lieber die Stärke. Aber ich nehme einfach mal an, dass den am 1. Spieltag mit 36 jemand dann vielleicht machen war, für 800.000 kauft. Ne? Das war also hier alles soweit ganz gut. Jetzt haben wir hier ein Stammteam zusammen, was sogar ganz vernünftig ist, was die Stadioneinnahmen bringt, was man noch verbessern kann, weil noch ein Rechtsverteidiger fehlt, weil noch ein ZM fehlt. Also da geht auch stärkentechnisch noch ein bisschen was. Und dann habe ich halt noch versucht, weiter einzukaufen und hier kam halt das Fehlgebot. Ich wollte 50.000 für den bieten. Also mir war dieser Spieler 50.000 Euro wert. Ne? 50.000 war mir wert. Ich habe ihn jetzt für 440.000 Euro bekommen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wer da dieses andere Gebot eingestellt hat. Vielleicht wollte da jemand 44.000 bieten. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ja, also das ist, der wird sich aufwerten. Vielleicht bekommen wir den dann für 300 bis 350.000 Euro verkauft. Mit Glück, ne? Also das ist echt keine so gute Nummer hier, dieser defensive Mittelfeldspieler. Ihr merkt also, das Projekt läuft eigentlich ganz gut. Immer mal wieder ein paar Highlights dabei, gerade die beiden Stürmer bringen uns hier nochmal ordentlich weiter. Und
Ansonsten arbeite ich natürlich so ein bisschen an den Eintrittspreisen. Die sind, glaube ich, ganz gut. Wir gucken uns das hier gerade mal in der Liga an. 2,3 Millionen, da bin ich auf Platz 15, habe das schwächste Team. Vielleicht versuchen wir mal hier diesen ersten FCM HMU zu überholen oder so. Aber das bringt natürlich ordentlich Geld. Also ich zahle 800.000 Euro Gehalt. Also in 2 Tagen, nehmen wir mal 850.000, sind das dann 1,7 Millionen. Und alleine durch die Liga kriege ich das abgedeckt, mache sogar dann schon Plus. Und das ist eine Situation, die man natürlich normalerweise überhaupt nicht hat. Normalerweise braucht man dann noch die Friendlies dazu, um in den Plusbereich zu kommen. Das ist jetzt ganz anders konzipiert. Die anderen Teams bringen vor allen Dingen die hohe Stärke mit. Ich bringe ein bisschen Stärke mit, mehr als erwartet. In den Friendlies machen wir ja 800.000 Euro. Das kommt noch oben drauf. Das ist reines Plus, was wir hier natürlich mitnehmen. Und das macht natürlich jetzt hier Spaß. Im Pokal sind wir in der zweiten Runde ausgeschieden. Das ist ein bisschen schade. Haben jetzt ja ein bisschen mehr Stärke als erwartet. Hätte also durchaus klappen können. Die Friendlies sind auch immer noch nicht perfekt. Also mindestens Stärke 170 stelle ich da ein. Ja, wie gesagt, wenn ihr da was habt, wenn ihr auswärts spielt und eine Stärke von über 190 habt, eigentlich von über 200, schickt mir gerne mal die Angebote. Ich habe jetzt tatsächlich hier eine Absage bekommen, bisher nur eine. Ich habe auch noch nicht so viele Einladungen verschickt, ansonsten wurde mir nicht geantwortet. Ich glaube ich, 3, 4 Leuten was geschrieben, das war wirklich nicht viel. Und einer hat tatsächlich abgesagt. Nein, meine Friendlies suche ich mir selbst aus. Statement, würde ich mal sagen, ne? Statement. Vielleicht nimmt er sie jetzt ja hier am freien Markt an. Das würde ich feiern auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute war ich ein bisschen weit gelaufen. Deswegen bin ich irgendwie so eine Mischung aus, also Wandern, ein bisschen eine Mischung aus aufgedreht und müde. Aber wir sind ja hier im World Wide Web. Wir sind ja unter uns. Also, bis zum nächsten Mal.